Sonst? So, legen wir da. Sehr gut. Bild. Sieht gut, gut aus. Ton. Gut, außer dass wir Baulärm Hallo. Haben draussen, aber da müssen wir einfach... Was haben wir draussen? Ja, Baulärm. Baulärm. Laubärm. Laubärm. Was kriegen wir alle? Alrighty. Bam, bam, bam. Feel Good Podcast mit Adrian Stern. Willkommen. Danke vielmals, hoi. Die stresst noch ein bisschen, dass wir Kameras haben. Ja, mir geht es immer so. Also, wenn es nur Ton ist, dann fühle ich mich wieder heim, weil in meinem Studio oben dort bin nur ich und das Mikrofon. Ja. Yeah. Und das ist angenehm. Und wenn du gefilmt wirst, dann kommen all die. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier überall schaue, sehe ich ja da den Monitor. Also, ja, dann sehe ich mich von der Seite. Und das ist so etwas. Ich sehe mich doch nie von der Seite. Ja, logisch. Ich sehe mich immer noch von vorne. Ich so, wer ist das? Das hat man ja auch am Anfang. Das geht gar nicht, ich muss zum Coiffeur. Das hat man am Anfang, hat man das ja auch mit der eigenen Stimme. Wenn genau, mal, es ist der Effekt. Wenn man die mal hört, dann muss man sich sehr daran gewöhnen. Was für ein komisches Sieg man eigentlich ist. Für mich ist es immer so, wie schlapp ich eigentlich töne. Ich fühle mich so energetisch und B. Und nachher höre ich meine Stimme und denke so, wow, okay, hure chillig, was ist denn mit dem los? Aber ja, also. Ja. Schlapp. Ich hätte aber gesagt, entspannt. Ja, das klingt natürlich positiv. Das ist schön. Ich habe letztens so aus Scherzen so einen Persönlichkeitstest gemacht. Aber so einen von diesen offiziellen, die es gibt. Weißt du, dann musst du Fragen beantworten. Mhm. Und nach dem Schluss bist du mehr oder weniger die eine oder die andere Persönlichkeit. Und ich war ein extremes Beispiel von der Gemütliche. Yeah, und ich habe dann nachher gelesen, was so der Gemütliche ist, und ich habe gedacht, ich habe noch nie so eine gute Beschreibung von mir gelesen. Zum Beispiel einer, wo, wenn man etwas von ihm will und er nicht selber kann bestimmen, wann, wie und wo, dann stresst ihn das. Er wird sogar vielleicht ein bisschen aggressiv. Und so, und ich so, aha, ja, das kenne ich mega gut. Das bin ja ich. Das kenne ich auch. Das ist so, wenn du gefühlt in deiner Welt gerade irgendwie einen Fehler in der Matrix hast, dann ist alles nachher Stress. Ja, was redet die da? Lass mich in Ruhe, ich bin doch beschäftigt. Was hat der Gemütliche sonst noch? Der Gemütliche, ja, der ist einfach nicht geschäftig, aber er kann... er ist trotzdem, was ist so eine Persönlichkeitsding, weißt du, was so für Firmen wichtig ist. Man kann ihn ist trotzdem brauchen. Wie heißt der Zanetti-Test oder irgend sowas? Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Mit noch so Farben. Da gibt es irgendwie die roten, blauen, gelben, grünen. Ja, stimmt, das hat mir noch jemand erzählt. Der hat noch mehr Persönlichkeiten. Ich bin gespannt, wie ich dort hinkommen werde. Ja, aber es ist schon so, also eben so einer, wo halt auch. Kann zurücklehnen und auch mal kann pausieren und reflektieren. Yeah. Und dass auch das kann in so einer stressigen Firma anscheinend von Nutzen sein. Also, genau, jemand, der in dem Moment den Überblick behaltet. Und, genau. Yeah, yeah. Genau. Wie ist das denn, wenn du allein im Studio bist und ein bisschen für dich Musik machst, wenn du das dann transportieren musst, irgendwann, ja, auf die Bühne, vor den Leuten, ist das denn ein Stress? Der Stress ist... nein, den Stress habe ich eigentlich einfach so, wenn ich vor den Leuten stehe, dann ist es wie die Situation, da fühle ich mich auch wieder total wohl. Ja. Ich weiss auch nicht wieso, ich habe schon so viele komische Sachen erlebt, dass ich jetzt mittlerweile einfach so wie, ich weiss, es gibt immer einen Ausweg. Ja. Yeah. Und aber vorher, bevor wir beieinander sind, finde ich es ganz komisch. So, dann kann man mich für nichts brauchen an dem Tag. Also eigentlich am besten wäre der Gig, weil gerade nach dem Aufstehen anfangen. Gut, du tust auch bei vielen Musikern, muss ich sagen. Wie? Du tust auch bei vielen Musikern. Ja, stimmt, bei mir eben nicht. So Familien und alles, die fängt den Tag relativ früh an. Dann muss ich noch recht lang unbrauchbar sein, bis ich dann endlich wieder brauchbar sind. Und am nächsten Tag bist du dann auch noch unbrauchbar? Oder geht das easy? Nein, nach dem Gig ist immer super, alles gut. Und wieso mache ich mir überhaupt den Stress? Was läuft mit dir?
Und sowieso. Nein, das ist ein ganz schönes Gefühl. Bis zum nächsten. Das heisst, also ich kenne es von mir ein bisschen. Die Leute können sich nie vorstellen, dass eben, die Bühnensituation an sich, ich mich extrem wohlfühle, weil wie so ein abgesteckter Rahmen ist, wo auch wie klar ist, die sind da zum Zuschauen, ich bin da zum Performen, das ist alles wunderbar. Aber in Situationen, wo sich die Grenzen anfühlen, vermischen und irgendwie, zum Beispiel, keine Ahnung, so Social Gatherings, hat es ja jetzt nicht viel gegeben im letzten Jahr, aber einfach so irgendeine Party oder irgendein Apero oder was weiß ich, ja, wo ich ganz viele Menschen nicht kenne. Da bin ich dann auch super gestresst. Stimmt, das geht mir auch so. Ja? Weiß ich gar nicht. Bin ich eigentlich schon fast am Gehen. Also so. Erst eigentlich die allerletzte Runde, dort wird es nochmals wieder chillig. Das stimmt. Aber dort bin ich. Ich gehe eigentlich gerne früh ins Bett. Darum ist es eine Überwindung, bis dort durchzuhalten. Aber es lohnt sich. Aber eben, das Leben mit diesen Widersprüchen. Ja, aber das ist eben für die Leute ist das so schwierig zu verstehen. Also, weißt du, dann sagst du zum Beispiel, weißt du, ob du ein scheucher Mensch bist, aber ich bin ab und zu wirklich scheuch in so Situationen. Ja. Und dann können sie sich nicht vorstellen, dass der, der irgendwie eine grosse Klappe hat. Ja, wo irgendwie so Sprüche macht auf der Bühne und irgendwelche Figuren spielt und was weiß ich, dass der dann knapp Hallo kann sagen. Sonst, und ich denke, bei der Musik ist oft ja noch die persönliche Note dabei, wo, wenn du ein Lied schreibst, hast du ja irgendetwas von dir dort reingepackt. Wie ich zwar auch in einen Witz, aber es ist viel mehr offensichtlich ein Witz als jetzt meine Persönlichkeit. Okay, ja, ja. Und bei der Musik gibt es dann den Moment, wo du das dann nach Hause drehst, oder? Das stimmt. Das überlege ich mir irgendwie gar nicht. Also außer es würde gebrochen werden und jemand würde wirklich ins Lied hineinschreien, weißt du, das für nur ein Scheiß oder so. Aber so wie das denkst du gar nicht, dass das passieren kann. Ja. Es war ein mega krasses Erlebnis. Ich mache in Baden zusammen mit dem Hendrix, dem Keyboarder von Philipp Fankhauser, machen wir so ein Get-Together, wo wir immer zwei Musiker einladen, die so die wichtigsten Lieder vor dem Leben bringen und die Geschichte dazu erzählen. Und dann ist es so gekommen, dass der Endo Anaconda unser Gast war, Stiller Haas, und er wirklich einfach also nervös war und schlecht drauf und ist gestresst gsi von uns. Wir sind in so einer Jam-Session. Wir spielen Songs, macht vielleicht mal einen Fehler, aber so, es ist alles super spontan. Und, und dann ist es passiert, dass er, nachdem wir ihn beim ersten Song begleitet haben, er so vor Publikum gesagt hat, dass wir das jetzt mega schlecht gemacht haben. Das war nicht ein Witz gsi. Und dann hat er gemerkt, so, okay, jetzt passiert etwas, das Gefühl, da bricht etwas, wo unerwartet. Und in der zweiten Hälfte ist er dann gegangen. Er hat dann wirklich gesagt, also was macht ihr da eigentlich? Spielt ihr eigentlich nur für euch? Oder er ist sich so wie nicht, er ist sich von uns nicht unterstützt bekommen. Ja. Ich gegangen. Ist er aufgestanden und gegangen. Und dort ist das passiert, dass die Sicherheit seit langem wieder mal, die ist einfach weg gewesen. Wir sind da gehockt, das Publikum war schockiert gewesen, niemand hat gewusst, wie reagieren. Und das ist so unerwartet. Du hast das Gefühl, das kann doch niemand wählen, das kann doch nicht passieren. Ich fühle mich eigentlich wahnsinnig sicher in dieser Live-Situation. Und dann haben wir so, wieso versucht zuerst dem Publikum zu erklären, was passiert ist, weil die sind nicht rausgekommen. Die haben den Song mega schön gefunden, der vorher war. Ja. Yeah. Und dann ist es so, ich bin mir vorgekommen, wie so ein Therapeut oder sowas. Also ich glaube, der Endo hat jetzt das, was wir gemacht haben, anders wahrgenommen. Ja. Und so, und dann irgendwie, und wir haben es dann auch geschafft, dass er dann nach langem dann nochmal zurückgekommen ist. Natürlich der triumphale Return. Also am gleichen Abend, oder? Am gleichen Abend, es war mega hollywoodig dann. Oh, ich sag. Schön und dramatisch und alles, aber das, wenn du jetzt eben so redest von dieser Sicherheit, die man so hat auf der Bühne, und dann kommt mir immer das in den Sinn, also der Moment, wo es einfach mal kurz Sicherheit, my ass. Vor allem, das sind so Momente, wo du wirklich aufs Herz in die Hose rutscht, also einfach
du fühlst dich wieder wie in der Schule, wo irgendwie ertappt worden bist bei etwas oder so. Das ist wirklich einfach wieder genauso das Gefühl von Nacktheit. Aber was hat am Ende nicht gepasst? Am Ende hat es nicht gepasst, wie wir seine Songs gespielt haben. Ach so, ja. Also er hat wirklich gefunden, wir haben Fehler gemacht, wir haben ihm keinen Platz gelassen. Und das ist halt alles passiert natürlich, weil, also wir haben dann gemerkt, das Format, das wir hier haben, mit diesen zwei Gästen, und die kommen am Nachmittag, wir üben schnell die Songs, und dann gehen wir kurz Nacht essen, dann gehen wir auf die Bühne, und dann erzählen wir die Geschichten und spielen die Songs. Das ist nicht jedem gegeben. Also, Und er hat sich dort, glaube ich, einfach völlig im Stich. Wahrscheinlich hat er sich so gefühlt, wie wir uns gefühlt haben, nachdem er gegangen ist. Also, ja, okay. Das ist, ich hatte es, glaube ich, schon mal in dem Podcast erzählt, aber der Chuck Berry hat ja immer sich Bands vor Ort buchen lassen. Er hat nichts zahlen, logischerweise, und er hat auf seine normale Gage gekriegt. Er ist nur mit seiner Gitarre im Handgepäck ist er dahin geflogen. Und die haben oft alle Songs müssen können. Ja, ist krass, gell? Und In der einen Doku erzählt Bruce Springsteen, bevor er der Bruce fucking Springsteen geworden ist, den alle kennen, hat er auch mal in einer von diesen Bands gespielt. Für den Chuck Berry. Und dort ist irgendwie gesehen, dass er dann wirklich oft so eine Sekunde, bevor es dort losgeht, sagt er, jetzt machen wir Too Much Monkey Business, aber statt in D, in F. Oder keine Ahnung was. Weißt, yes, dann musst du so fix sein. Und dann macht er 1, 2, 3, und dann so, was, jetzt? Okay. ja, das ist, glaube ich, noch heavy Stories, die er erlebt hat und erboten hat. Und ich habe das ganz krass gefunden. Ich habe immer das Gefühl, der Chuck Berry, das ist so ein Sound auch. Also er natürlich, aber auch wie seine Band gespielt hat. So irgendwo in der Schnittstelle zwischen Swing, wo man noch und nachher, wo Backbeat-Musik und hat der eine die hat schon ein bisschen Swingy gespielt und der andere schon die Räder. Und ich habe immer gemeint, das sei der Sound von dieser Band und das kann doch niemand nachmachen und so. Und dann habe ich gehört, der hat einfach in jeder Stadt irgendwelche andere Musiker geholt, die das dann gespielt haben und so. Hätte ihnen aber eben knallhart gesagt, wie sie was spielen müssen. Ja, aber das musst du dann auch. Also, für mich, also, das Gefühl, das ist etwas, wo du so als Band wachst. Aha, so, Sound Und das kann dann nicht einfach kommen, wir machen dann den Mix so Swing und Grad, gell, du weißt und so. Und so. Er hat ja sogar den Keith Richards zusammengeschissen, dass der eine Riff falsch spielt. Ja, genau, das habe ich auch in der einen Doku. Das ist aber in dieser Doku, dort erzählt auch der Bruce Springsteen das. Let's Get Loud, oder? Ja. Und irgendwann gibt es noch sein, ich glaube, was ist sein 60. Geburtstag oder so, wo dann Clapton und eben Keith Richards und was weiß ich, alle zusammenkommen für ihn. Und dort ist eben auch mal so eine Szene, wo er sagt, sagt dem Keith Richards, wir spielen jetzt übrigens das Lied und wir spielen es in dieser Tonart. Und der Keith Richards immer auf der Bühne sagt, nein, das machen wir nicht. Auf so, fuck you. Yes. Endlich. Und das hat er dann aber lustig gefunden. Ja. So, okay, dann machen wir es halt nicht. Viel grossartig. Er war sich gewohnt, dass er einfach also den Tarif durchgeben kann, aber es braucht nicht viel, dann ist er aber ganz du hast eigentlich so wahrscheinlich jammend angefangen mit der Kanti-Band, oder? Ich habe mit der Kanti-Band angefangen, also ja, das ist so die erste Band, wo wir gefunden haben, wir machen eigene Songs. Ja. Und das ist lustig, was man sich denn so alles vornimmt. Wir haben gesagt, wir spielen sicher keine langsamen Lieder. Und jeder durfte ein Lieblingslied bestimmen. Der eine hat Living Color genommen, der andere etwas von Supertramp, der andere etwas vom Sting. Aha. Und dann haben wir diese Songs geübt und das war dann so unser Mischmasch gewesen. Und irgendwie sind dann eigene Songs dabei entstanden. Noch schnell, was ist dein Lied gesehen? Mein Lied ist. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Ohne Sache. Die drei mag ich mich jetzt erinnern. Voll nicht. Wirklich? Egal. Und dann haben die Songs, also wo die gewählt haben, die haben geübt. Die haben wir dann geübt. Das war so unsere so Basis von unserem Sound. Ein Mix aus Living Color, Supertramp und Sting. Ja, yeah. Gut. Ja, gell, das wäre noch cool. und so haben wir dann, und wir haben nicht gewusst, wie man Songs schreibt, auch nicht, wie man Texte macht. Und das ist alles noch weit weg gewesen. Ich,
ich weiss noch, wo der Drummer dann, wo Patent Tochsner die erste Platte rausgegeben hat, dann ist der Drummer mit der in den Übungsraum gekommen und hat gesagt, hey Jungs, wir müssen Schweizerdeutsch singen. Mhm. Ich so, wäh, sicher nicht. Ich habe es ganz schrecklich gefunden. Ich war natürlich voll fixiert auf englischsprachige Musik und aufs Gitarre spielen. Und ich habe irgendwie auch jetzt, noch Jahre später, das Gefühl, der Drummer, der Thomas, der hat viel mehr gecheckt als wir alle. Wobei, das sind ja, also ich merke jetzt im deutschen Raum sind sie ja immer so, dort hat es ja sogar mal geheißen, neue deutsche Welle. Und das sind ja effektiv immer so Wellen, oder? Es ist oft, jetzt gerade ist wieder so eine, ja, wo oft alle Deutsch singen. Und ich habe das Gefühl, aber irgendwann dreht das wieder. Irgendwann geht es wieder ein bisschen weg. Man hat es auch in Mundart gemerkt. Es war nicht immer einfach klar gewesen, ab jetzt macht man als Schweizer Musiker Mundart. Es ist dann auch plötzlich wieder, so wenn ich jetzt denke, der James Grunz oder 77 Bombay Street. Und so, es ist dann plötzlich so sind Jungs und Mädels gekommen, die gefunden haben, wow, Schweizerdeutsch, also wo auch viel internationaler denken. Ich dachte, das ist absurd, wie kannst du auf die Idee kommen, in so einem kleinen Land, wo sprachlich noch kleiner gemacht ist, nur weil für das, für die Gruppe von Menschen singen, das geht doch nicht. Also, und dort hatte ich auch mal das Gefühl gehabt, vielleicht ist das jetzt wie auch ein Trend gewesen, wo jetzt wieder vorbei ist und, und dann kommt es wieder. Was hat denn dich dazu bewegt, selber effektiv auf Schweizerdeutsch zu singen? Für mich ist es einfach, ich bin angestanden beim Songs schreiben. Ich habe gemerkt, wenn ich Lieder mache auf Englisch, dann habe ich immer im Hinterkopf so das Gefühl, das wird schon lange, ungefähr so. Ich habe nie ein klares Gefühl gehabt, von was ich sagen will und mit welchen Schattierungen ich es sagen will. Und was für ein Gefühl ich wollte auslösen und habe mich dann eigentlich gezwungen, zum Schweizerdeutsch zu singen. Ich habe es nämlich ein bisschen beschämend gefunden. Ähnlich wieder, wie wenn du deine Stimme zum ersten Mal hörst, wenn du dann deine schweizerdeutschen Songs zum ersten Mal hörst, ist es ganz, ganz komisch gewesen. Und das ist aber dann auch der Reiz gewesen. Also zu merken, dass man da viel genauer gespürt oder was zu was führt und irgendwie so, es ist so eine Sicherheit dann auch gekommen, von wer ich könnte sein als Songwriter und es ist eigener geworden. Und dann ist es, lustigerweise fragen mich meine ehemaligen Kanti-Freunde, wenn ich wieder mal jemanden sehe, eigentlich immer so, und, singst du immer noch Schweizerdeutsch? Also für sie ist das so eine, das schade hat er das gemacht, das war viel cooler gewesen, was er in der Kante gemacht hat. Aber für mich ist es, so bin ich eigentlich, habe ich das Gefühl, bin ich zu einem richtigen Songwriter geworden. Ich habe das Gefühl, auf Englisch kannst du dich natürlich, eben, wie du auch sagst, kannst du viel mehr durchbeschissen, sozusagen. Wenn du sagst, jetzt längt dann schon, ist Englisch, habe ich das Gefühl, ist zum Teil eben ein bisschen beschissen, so. Umso mehr bewundere ich es dann, wenn es jemand, ein Schweizer oder eine Schweizerin, die Songs auf Englisch singt, schafft, trotz dieser Barriere, dieser Hürde, weil es eben nicht deine Muttersprache ist, einen Song ab und zu gibt es das zu machen, und ich finde, wow, das ist jetzt richtig. Und ich kann gut Englisch, ich habe anderthalb Jahre dort gelebt, als relativ kleiner Bub, aber ich verstehe es sehr gut. Und so habe ich das Gefühl, ich merke dann das, ob ich finde, das ist jetzt real oder das ist einfach so, eben mit dem, die merken dann schon nichts. Und zum Beispiel die Valeska, die Sängerin von Boy, bin ich ein riesen Fan und finde, wenn sie Songs singt und ihre Geschichten erzählt, dann habe ich jetzt nie das Gefühl, sie ist irgendwie, sie hat irgendetwas unterschlagen oder beschisst. So. Also, das finde ich dann schon auch eine grosse Leistung. Ja, vor allem, wenn der, ich glaube auch als Zuhörerin oder Zuhörer die Songs los ist, ist natürlich auch öfters, zumindest merke ich das, öfters der Effekt, bei Englisch los ich auch nicht so genau für Text. Ja. Obwohl ich auch gut Englisch hatte. Aber irgendwie, es ist dann für mich mehr so ein Gesamtding. Aber logischerweise, wenn jemand Schweizerdeutsch singt und dann irgendwie einfach 7-mal hintereinander wird singen, lieb die, lieb die, lieb die, lieb die oder was weiß ich, das würde sofort in so okay und dann würde ich sagen,
das geht doch nicht. Da habe ich echt das Gefühl, wir sind noch nicht so weit. Also ich habe das Gefühl, wirklich so in der englischsprachigen Musik, wenn ich mit Leuten reden, wo Englisch Muttersprache haben, dann habe ich mal Shirley Grimes mal gefragt, wie ist das eigentlich für dich, wenn du jetzt einen Katy Perry Song hörst oder einen Rihanna Song, dann sagt sie, ich höre nicht auf den Text. Ja, eben. Also sie, aber obwohl sie es 100% verstehen können, und vielleicht hat das mit der Song-Evolution zu tun, oder mit der Kurs Entwicklung über all die Jahre immer Muttersprachmusik hören, dass man dann irgendwann wirklich kann sagen, bei diesem Song geht es einfach um den Ritt auf dem Rhythmus. Das ist Sound, das ist irgendwie Andeutungen, Stichwort, aber mehr, dann hörst du auch nicht so. Yeah. Und das andere ist, nein, wir sind hier im Genre, sagen wir Singer-Songwriter, Bob Dylan-mäßig, dann ja, nein, da hörst du dafür nicht auf Musik. Da geht es um die Geschichte. Ja, genau. Und das freue ich mich drauf. Und ich habe das Gefühl, es sind so kleine Sachen passiert in der Schweiz, auch mit, vor allem im Hip-Hop, wo das so langsam passiert. Also ich glaube, das ist auch eine Evolution. Und irgendwann wird dann eben der «Ich liebe die, liebe die, liebe die, liebe die» Song dann vielleicht mal kommen. Und wir werden dann als Ride auf dem Rhythmus empfinden und nicht als «Hallo, was läuft?» einmal sagen. Ich habe das Gefühl, im Schweizerdeutschen hast du sowieso, also merke ich zum Beispiel bei der Comedy, hast du sowieso nochmal die kleine Evolution in den letzten Jahren gemacht. Wenn ich einen von den ersten Auftritten mal vielleicht «Fuck» gesagt habe, dann habe ich gewusst, der Raum ist weg. Also ich habe die Leute verloren, weil es ist ja primitiv. So, und mit der Zeit hat sich jetzt so ein bisschen einbürgern, dass Menschen zum Beispiel sagen, das fucking Ding dort und dort und das und irgendwie, dass die Leute sich nicht mehr auf das effektiv achten, im Sinne von, das ist noch ein Fluchwort. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das merke ich im Englischsprachigen, bin ich mal in Edinburgh, bin ich am Fringe Festival gesehen, und da hat es ja ganz viele Shows und so. Und einer hat zwei Shows gemacht. Die erste ist um 11 Uhr gesehen, die hat geheißen 100 Clean Jokes. Und die andere ist um 11:30 gesehen, die geheißen 100 Dirty Jokes. Und in der Clean Jokes Show sagt er 30 Mal, ich habe es gezählt, 30 Mal Fuck. In der Clean Jokes? Ja, ist das jetzt clean? Dann, wo er die Dirty Jokes gemacht hat, habe ich gemerkt, aha, die Themen, die er behandelt, sind dirty. Ja, ja. Dort ist dann alles sehr, sehr düster und Es ist eigentlich nicht einfach nicht wortwahr. Genau. Das ist banal. Und da habe ich so gemerkt, wie allein ich mich noch mega auf das achte. Oft für ein Fluchwort, das mittlerweile so universell ist. Also weißt du, vier Buchstaben, die einfach völlig. Ja, stimmt. Eben völlig über. Wie nennt man das? Inflationär gebraucht wird. Oder? Das wird oft überall rumgeworfen, mittlerweile. Und durch das hat es auch nicht mehr so eine harte Bedeutung und nicht mehr so eine grosse Bedeutung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, eine Zeit lang war es nur Jugendkultur, gewisse Wörter. Ja. Ich meine, ich bin mit «geil» aufgewachsen. Da hat meine Mutter mir Zeug versprochen, wenn ich doch nur das Wort nicht mehr sage. und das ist mittlerweile ist das wie, ja. Da, bei uns ist es fett. Bei uns ist alles fett. Fett gewesen, genau. Und das sind dann so Sachen, die irgendwann so mit dem Alter aufgetragen werden und dann irgendwann einfach auch eine völlige Schlagkraft verlieren. Ja, und wahrscheinlich ist es eben in der Musik mit gewissen Songs ist dann wahrscheinlich das Gleiche, dass irgendwann, wenn eben genug Menschen Schweizerdeutsch gesungen haben, man alles in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört hat, sich das dann auch nochmal klar wird. Ja, mehr kann, in Äste aufteilen, oder? Da kann man endlich wieder Musik hören. Ja, es ist einfach schon, also als ich angefangen habe, schweizerdeutsche Musik zu machen, ist es auch klar gewesen, der Gesang muss extrem laut sein, rein mischtechnisch. Yeah. Und wenn du jetzt irgendwie eine Rockplatte hörst, Pearl Jam oder so, dann ist der Gesang so voll schön eingebettet im Sound, das ist wie ein Instrument. Und das ist ja gar nicht erlaubt gewesen. Also die Plattenfirma hat das nicht zugelassen, dass man das auch soundfokussiert mischt.
Ja. Also hat jetzt das noch mehr verstärkt, oder? Dass die Stimme ist einfach riesig und alles ist im Mittelpunkt gewesen, mit wo Worte sind. Mhm. Und die Musik ist so hinten. Und ja, da gibt es noch ganz viel, wo ich das Gefühl habe, kann man ausprobieren. Und kommt dann dort hin, wo es eben alles kann sein kann. Ja, ist einem das auch bewusst im Moment, wo man, vielleicht noch nicht, wo man den Song schreibt, aber wenn man dann den Song aufnimmt, weiss man dann schon, ah shit, meine Stimme ist da jetzt wichtiger als etwas anderes? Ja, das, also vor allem, wenn man so wie ich zum Schweizerdeutsch singen kommt, eben so, was, das ist ja krass, eben, ich verstehe alles und so. Ich habe mich dann gleich, also schlussendlich heisst das jetzt nicht, dass ich nachher jedes Wort auf die 1000 Mal überprüfen und mega vorsichtig bin. Ich habe dann irgendwann auch mal gemerkt, ich habe so ein bisschen meine Erzählart, meine Geschichten, und irgendwie muss ich dazu stehen, wer ich bin. und dass das meine Welt ist auch, wenn ich eigene Songs mache. Aber ich bin immer noch in dem Gefühl, dass ich Songs mache, wo um die Worte herum und um die Stimme herum angelegt werden. Mhm. Und wünschte mir aber manchmal, ich habe es auch schon probiert. Ich habe auch schon ein Album gemacht, das ist das Letzte gewesen. Das hat sich, wir singen die Songs, die wir lieben und tanzen mit ihnen dort nachgeheissen. Dort habe ich mir mal vorgenommen, dass es auch Stories oder eben nicht Stories sein müssen, dass es eben auch so einfach Worte, Sounds, so vage Geschichten können sein. Es muss nicht ganz klar sein, um was es geht. Es kann einfach ein Gefühl anklingen lassen. Und da habe ich das ausprobiert und ich habe das Gefühl, ich bin gescheitert. Hast du das Gefühl? Ja, ich mag mich erinnern. Also einfach auch ich habe dann ein Konzert gespielt, bin vor die Leute hin und habe die Songs gespielt. Das ist wie so wie Schuppen von den Augen. Das interessiert doch die nicht, den Sound. Die sind da wegen dem Mundarttext. Das ist so, ich habe so wie das Gefühl, ich sehe das in ihren Augen und ihren Reaktionen. Dass, wenn wir da irgendwie versuchen, noch mit ein paar elektronischen Elementen und ein paar Beats, wo wir vorher nicht so gebraucht haben und so, und Synthes und so, irgendwie einfach so etwas Modernes zu kreieren und dann spielst du es und merkst, aha, das ist alles so, das ist einfach so ein Bulli oder so, die sind nicht wegen dem da. Und so hat es mich dann wieder zurückgezogen zu den klaren Geschichten. Aber das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema, also habe ich ja in dem Podcast schon ein paar Mal mit Leuten behandelt, wo du ja konstant die Brücke schlägst zwischen was du willst machen, blöd gesagt, was du dir für Ziel setzt und dir dann natürlich komplett entgegengesetzt können sein zu dem, wo die Menschen von dir wollen, was sie für Ziel an dich setzen und was ihre Erwartungshaltung ist, oder? Und da geht es mir nicht einmal irgendwie um Kunst gegen Kommerz oder so, sondern viel mehr, wie man das Päckchen immer bündelt, oder? Dass man immer irgendwie wieder ankriegt, das ist das, was ich kann und das ist das, was ich will und das kann ich hier einbinden. Und das sind ja immer so fast Tricks, die man dann mit der Zeit anwendet. Weil man so wie merkt, wenn ich das kann machen, indem ich es hier reinpacke, dann habe ich es ja gleich wieder. Ja, genau, oder? Genau. Ja, das finde ich ist auch die grosse Qualität, wo, also wenn das jemand kann, als externe Person, der sagen, wie kommst du an, in was bist du gut, also von der Aussenwahrnehmung her. Und das schafft, dass er dich kann motivieren, das zu nehmen und zu verbinden mit dem, was du cool findest. Ja. Wenn das jemand kann, dann habe ich das Gefühl, das ist dann ein grosser Produzent. Und es gibt nicht viel, von denen habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel der Roman Kamenzin, finde ich, hat absolut die Gab. Und das ist etwas, wo du eben selber einfach auch, das ist mega schwierig, also du machst es vielleicht selber, ich weiß gar nicht, dass du eben versuchst, die Aussenerwartung und wer bin ich und was meinen oder möchten die. Es macht bei mir zum Glück das Publikum sehr direkt.
ja, in Form von Lachen. Weißt, also bei Musik habe ich zum das Gefühl, es ist noch schwieriger raus zu spüren, was ist jetzt gerade die Emotionen, die sie haben. Natürlich ja, könnte stimmt. Ich auch noch eine weitere Ebene probieren zu bespielen und mache ich ab und zu, aber ich denke immer, es ist nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist, dass sie lachen, ja, dass sie Freude haben und unterhalten sind. Das heißt, das ist für mich eine sehr klar messbare Emotion, sage ich jetzt mal. Ich schaue in den Saal und ich sehe, ich höre schon mal, wenn sie lachen, aber wenn ich noch sehe, wie sie irgendwie so führen wirft oder irgendwie sich mir heben oder was weiß ich, dann habe ich das Gefühl, doch, der funktioniert, oder? Ja. Und man hat jetzt noch müsstest Ergriffenheit oder Berührtheit eben, genau. Auch noch messen, wo ja nicht ja. Oder eben, legen sie jetzt mehr Wert auf eben den Sound. Was ist ihnen jetzt wichtiger, wenn sie eher tanzen oder wenn sie die Geschichte nachempfinden? Ja. Hast ihnen den Wunsch von Amerika quasi abgenommen? Und ist das Wichtige? Oder ist die Melodie schöner, weil sie die wollen mitsingen? Und so weiter und so fort, oder? Ich glaube, es hat schon viel mehr Ebenen bei der Musik. Das stimmt. Und dort habe ich auch, also ich habe jetzt meine letzte Platte selber gemacht, also selber produziert und selber gemischt sogar. Ich habe es fast ein bisschen übertrieben, aber ich habe gefunden, in dieser Lockdown-Zeit macht das irgendwie völlig Sinn. Yeah. Da schaust du mal ein Tutorial mehr und probierst es dann einfach selber. Aber, und ich habe auch das Gefühl, das ist gelungen, aber der Wunsch nach so jemandem, der so reflektiert, auf eine gute Art und Weise, der ist jetzt bei mir als Musiker immer wieder da. Ja. Yeah. Das ist schon viel wert. Und das kannst du irgendwie selber einfach fast nicht. Ich habe das Gefühl, es sind ja dann auch die Menschen, die effektiv eben an ein Konzert kommen. Und wenn man dann danach mit denen schwätzt, ich habe bei meinem, also nicht das jetzige, sondern bei meinem letzten Programm, habe ich gemerkt, wie zum Beispiel vielen das Programm davor weniger gefallen hat, aber sie sagen es ja erst dann, weil sie sagen, das gefällt mir viel besser als das letzte. Ja. Und umgekehrt, dann beim jetzigen Programm, wie dann wieder viel sagen, das letzte hat mir nicht so gefallen wie das davor, aber das jetzt. Also irgendwann hast du dort wieder einen Berührungspunkt, wo so ein bisschen, eigentlich nicht eine Marktforschung, aber eigentlich so wie so einen gemeinsamen Konsens irgendwann spürst. Wo du wirklich so merkst, aha, okay, das ist eher die Sorte von Mensch, das ist eher die Sorte von Mensch. Aber du weißt halt immer erst, wenn du es gemacht hast. Eben, aber was ist denn, wenn du jetzt ein Programm dir ausgedacht hast, nachher gehst du spielen, und so nach den ersten 3-4 Gigs merkst du langsam, es kommt gar nicht gut. Machst du es dann noch anders? Tunst du es dann noch? Nein, weil ich merke, zum Beispiel in dem Moment merke ich nicht, dass das Programm nicht so gut kommt. Weil eben, ich habe ja die direkte Reaktion von den Lachern und von einem Applaus und so. Sondern das ist dann wirklich mehr so eine individuelle Gefühlslage, die die Menschen kriegen. Weißt du, wo einfach irgendwie, mir hat es mehr gefallen, dass du dort zum Beispiel mehr Geschichten erzählt hast. Ja. Und ich habe das Gefühl, schon oft zitiert, Josef Hader hat das mal gesagt, die Erwartungshaltung vom Publikum sollte man immer ein bisschen enttäuschen. Aber nur die Erwartungshaltung. Weil, dann haben sie einen Grund, zum wiederkommen. Ah, also es braucht schon, aber es muss gleich so, sie müssen ja schon wieder wollen kommen. Richtig. Ja. Und schon geil gefunden haben. Und dort hilft es natürlich, vor allem bei Programmen, aber ich glaube auch bei Konzerten ist das Gleiche, dort hilft es, dass wenn es einem mal gefallen hat und man dann wieder kommt und einem das dann vielleicht nicht ganz so viel gefallen hat, nicht ganz so fest gefallen hat wie davor, dass dann die Leute sagen, aber ich will trotzdem nochmal schauen, ob es dann wieder so kann sein wie vorher oder ob das jetzt schlechter wird. Also weißt du, es ist eigentlich, solange in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung aufgebaut worden ist, kann die auch, und das sind ja eben Tiefs, das sind nicht wirklich Tiefs, das ist einfach so, das hat mir nicht ganz so gefallen wie das letzte. Wenn das ein paar Mal passiert, dann sagst du irgendwann, das kann ich jetzt nicht mehr schauen. Aber in anderen Situationen ist dann wieder so, wow, das ist sogar noch besser gewesen als letztes Mal. Super. Und wenn dann vielleicht mal nicht so gut ist, dann sagst du,
aber ich gehe trotzdem nochmal. Und ich als Künstler in dem Moment denke zum Glück nicht so weit, sondern finde, eben, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Mein Ziel ist, dass ich in diesem Programm eben mehr Geschichten erzähle und das probiere über einen Oben zu spinnen. Und dann merkst du auch, das interessiert die Leute gar nicht so. Und wenn dann jetzt so eben nach dem Programm also immer wieder Leute kommen und sagen, ich habe es eigentlich cooler gefunden, wenn du weniger Geschichten erzählst, dann hat das einen Einfluss auf dein nächstes Programm? Nicht direkt, weil ich habe so wie das Gefühl, was ich probiere seit ein paar Jahren, ist eigentlich so wie verschiedene Disziplinen mir anzueignen. Vor dem Gesamtbetrieb Comedy sozusagen. Ja, ja. Oder? Und eins davon ist eben Geschichten erzählen, sprich mit dem habe ich angefangen. Am Anfang habe ich keine effektiven Witz können kreieren. Ich habe nicht gewusst, wo ist der Lacher und wo nicht. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist vielleicht eine Geschichte, die ich auf der Bühne erzählen kann. Ja. So, aber dann lernst du natürlich mit der Zeit, wie kann ich dir erzählen, dass sie pointiert wirklich, ist. Genau, pointiert ist, irgendwie Fleisch im Knochen hat. So, dann mit der Zeit habe ich gemerkt, so, jetzt habe ich mein Ziel, ich will einfach Witz schreiben. Aus meinem Leben, etwas, was mir wirklich passiert ist, wo dann wirklich auf den Punkt erzählt ist, wie ein klassischer Witz. Und all das probiere ich so und in einem Programm hat es mehr von dem und in einem Programm hat es mehr von dem. Und jetzt bei dem habe ich zum ersten Mal das alles ein bisschen zusammen können schieben. Ja. Aber das habe ich wie vorher noch nicht können, weil ich habe noch nicht Tools dafür, weißt? Aha. Und jetzt kommst du dann, bist du eigentlich erst so weit, dass du jetzt das mal kombinierst und jetzt kommt es dann wahrscheinlich, dass du irgendwann denkst, so, das... Ich glaube, ich muss wieder mehr von dem machen. Genau. Das funktioniert besser. Und das hat ja auch irgendwie mit Phasen zu tun von deinem Leben. Und ich glaube, in der Musik wie auch in der Comedy wird man von den Fähigkeiten her, wird man sicher immer besser. Ja. Man wird linear eigentlich besser. Aha. Also du man hat nicht unbedingt bessere Ideen, aber richtig, technisch wird man das vielleicht meine. Besser. Ja. Du wirst technisch sicher besser. Ja. Aber in dem Ganzen hast du eben dann trotzdem Phasen von mal bist du ideenreicher, mal hast du irgendwie, keine Ahnung, hast so ein grundsätzliches Tief. Dass du aus dem rauskommst, bist aber extrem kreativ und mit dem kommt dann wieder neue Sachen, die dann wieder auf einmal sehr gut funktionieren. Einmal bist du, Wut habe ich schon oft gehört, das ist ein super Motivator, um richtig geiles Zeug zu machen. Ja. Also wirklich so. Der klassische, ich zeige es euch jetzt. Ich zeige es jetzt. Allen, wem auch immer. Weißt? Und das ist natürlich dann der zweite Faktor. Das heisst, ich weiss, ich werde immer ein besserer Komiker von den Fähigkeiten haben. Das heisst, was wir jetzt alles fortberedet haben, ist wirklich mehr so eine Gefühlslage von den Menschen, gefällt mal etwas mehr oder weniger. Vielleicht eben aufgrund von den Themen, aufgrund von wie das Programm strukturiert ist. Aber trotzdem merken sie, dass von den Fähigkeiten her ich ein besserer Komiker wird und sie alles in allem besser kann unterhalten kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist noch interessant, dass man das so trennt. Aber das stimmt schon. Man sieht es ja auch bei Bands, die man liebt, wie sie so vielleicht genauso in dem Zwischenbereich, wo sie langsam herausgefunden haben, wie sie Songs schreiben. Aber noch nie so genau wüsst, wie man Songs schreibt, dass sie schon so mit einer, mit einem unedlen Ansatz, mit einem Hintergedanken, wenn du etwas so, weißt, wenn du es dann voll checkst, dann habe ich immer das Gefühl, es ist dann Gefahr, dass man so, ich weiß nicht genau, wie es geht. Jetzt, das denke ich auch. So. Ja. Und dann siehst du so, dann ist es sehr interessant, der Bereich, so, wo man selber noch nicht ganz alles weiss, aber doch schon ein bisschen mehr. Dort sind sehr viele grossartige Songs und Platten entstanden. Das sicher. Und wahrscheinlich auch, dass wenn man die Fähigkeiten hat, dass man eben sich dann wieder probiert, selber zu überlisten mit etwas. Oder? Also, ich denke zum Beispiel an U2, wo eine geile Band mal gesehen ist, aber mittlerweile so mit jeder Platte hast du das Gefühl, dafür haben sie immer eine geilere Live-Show gemacht. Genau, also natürlich, eben, weil das Gesamtkonstrukt funktioniert. Zirkusorte. Die Menschen kommen, finden das auch geil und dann kannst du auch alle Hits hören und so. Aber,
Aber ja, es hat dann so ein bisschen der Anschein gehabt von, wir wissen, wie es funktioniert. Schema F. Ich habe auch noch das Gefühl, sie haben wieder Fokus. Also es ist auch mal bei mir so angekommen, das ist ja ein Album, haben sie verschenkt. Ich weiss noch, das war ein mega Skandal gewesen, irgendwie, wenn du also iTunes, ich weiß auch nicht, 11.3 abgeladen hast, ja. Hast du einfach noch das neue Album von YouTube bekommen. Und das haben dort, also einerseits war man empört gewesen, dass man, ich weiß auch nicht, irgendwie etwas gratis bekommt, weil ich nicht ganz daraus gekommen. Mhm. Aber andererseits war es auch wie so ein Signal gewesen, das erste Mal, das ist ja mittlerweile fast schon normal, yeah. Dass Musik vielleicht gar nicht das Wichtigste ist, mhm. jetzt bei dieser Band, sondern dass es dann die Tour und alles rundherum mhm. und die Message, die übergeordnete U2-Message vielleicht wichtiger ist. Und das habe ich aber dann irgendwie nicht mehr können annehmen. Mhm. Ich habe immer noch wollen, dass es von den Songs auskommt und alles andere ist dann einfach. Mhm. Und so hat es mich dort schon ein bisschen verloren, ja. Mich auch, weil irgendwie eben ich so das Gefühl hatte, es wird, wie gesagt, genau, es wird nicht so viel Wert auf die Musik an sich gesetzt. Und mit dem Verschenk-Move, wo ich mich sogar ein bisschen gefreut habe, es ist ja dann leider auch wirklich nicht so gut gesehen, habe ich dann das Gefühl gehabt, in dem Fall soll die Musik ja eigentlich auch nicht mehr wert sein, so. Genau, und das wäre jetzt voll so die grosse Frage, was wäre, wenn jetzt auf dem Album One drauf gewesen wäre? Das werden wir nie wissen, aber das... Ich habe einfach durch das... Und eben mittlerweile ist man sich fast schon gewöhnt, dass man sein Abo hat und dann einfach kommt wieder New Music Friday und dann jetzt einfach Songs. Aber damals ist so gewesen, aha, das ist jetzt einfach so da in meiner iTunes-Lab, obwohl ich es gar nicht gekauft habe. Mhm. Ich habe gar keine Lust, das jetzt genau auszuchecken. Mhm. Mega komisch. Und das wäre jetzt super interessant, zu wissen, was wäre, wenn dort wahnsinnige Songs drauf sind. Und was wäre gesehen, wenn schon nur der Faktor gesehen war, wenn du das iTunes so und so abladest, dann hast du die Möglichkeit, das Album gratis dir zu holen, indem du auf den Link drückst und fertig. Ah. Schon nur, ich glaube, in der Psychologie wäre wahnsinnig viel passiert, wenn du es trotzdem noch hättest müssen holen, oder? Ja, stimmt. Weil einfach, ich habe genau den gleichen Effekt gehabt, von wegen, ich hätte das vielleicht schon irgendwann gelöst, weißt du, aber ich will das nicht jetzt da drauf haben. So. Ich meine, ich habe es so schön geordnet und alle Covers. Und dann kommt es im Zufall, weißt du? Ja. Im Zufällig kommt auf einmal ein Song von YouTube, den ich jetzt nicht haben will, oder? Lustig, wie wir Menschen drauf sind. Weil Radiohead hat ja mal etwas Ähnliches gemacht. Sie sind die Ersten gewesen, die ein Album rausgebracht haben, wo du entschieden hast, wie viel du dafür gibst. Und du hast auch können nichts geben. Also nicht mindestens einen Dollar, sondern du hast auch können sagen, ich nehme es gratis, aber ich gebe auch gerne 20. Ja, genau. Und ich glaube, leider schon, das hat eben so einen umgekehrten Effekt. Voll, stimmt. Das ist, genau, das haben sie irgendwie, ja. Krass, dass sogar in diesen Milliarden-Business-Abteilungen, wo 500 Marketing-Experten mitreden, noch so Sachen passieren. Ja, aber es ist, also weißt du, es ist ja ein bisschen verständlich, weil ich meine, wenn wir uns überlegen, was zum Beispiel das Medium Radio macht, macht es ja nicht gänzlich etwas anderes. Es tut dir ja auch Sachen vorselektieren und dann einfach rausgeben. Mhm. Natürlich entscheidest du dann, ja, ich schalte weg. Schaltest oder nicht, aber das machst du ja beim iTunes eigentlich auch. Du schaltest ja dann einfach das YouTube-Lied weg. ja. Außer dass es deine Library ist. Das ist aber wahrscheinlich der Punkt gesehen. Nämlich, es hat viel mehr der private Eindring-Groove gehabt. So, oder? Aber also ich stelle mir jetzt vor, als Musiker hat man immer das Ziel, dass möglichst viele Ohren einem hören. Und das toll finden. Ja, so, dass das eigentlich ja gar nicht, ja, stimmt, es müsste gar nicht so schlecht sein, aber es kommt dann eben gleich darauf an, wie man den Leuten seine Werke unter die Nase reibt. Ja. Ja, das ist, es kommt mir manchmal auch so beim Thema Social Media so, dass ich wie eher vorsichtig bin mit mich selber bewerben. Mhm.
Und dann aber, wenn es andere mega direkt machen, dann finde ich, es geht schon auch. Ja, yeah, ja. Yeah. Also wirklich, wie dort kein rechtes Gespür hat dafür, wie vermarktet man sich selber. Also ich bin, ja, das ist gar nicht mein Ding. Mein Ding ist, ich mache Musik und die, die es anspricht, die sollen, die zieht das ein und die folgen mir so quasi. Aber etwas auf eine gute Art und Weise unterjubeln. Das finde ich beim Musikmachen oder so wie ich aufgewachsen bin, ist das ganz liegt mir das nicht. Aber es ist ja auch noch anders gelaufen. Ich meine, wo du deine ersten Hits gehabt hast, hat es ja Social Media noch nicht gegeben. Das heisst, deine Hits sind dann wirklich ins Radio gekommen. Airplay. Ja, genau. Immer wie mehr. Ja. Irgendwann kommt es in Charts, irgendwann läuft es in der ganzen Schweiz. Durch das hören es viele Menschen, sagen, finde ich geil. Und also, dort hat es auch noch kein Streaming gegeben. Die haben dann auch gesagt, also in dem Fall kaufe ich jetzt eine Single oder Album. Ja. Und der gib mir Austausch, das. So oder? Der Tag war, das ist das gefürchtete Forum, war cd.ch Kommentarspalte. Ja, die ist geil, die lese ich immer noch. Ich finde die großartig. Wahrscheinlich immer noch voll ab. Ich bin schon lange nicht mehr geschaut, aber ich habe immer so, nein, ich gehe nicht rein. Ja, CD Kommentarspalte ist immer noch aktiv. Also ich gehe immer ab und zu dort. Lustig. Irgendwie aus, also nein, nicht CD, sorry. Auf hitparade.ch. Ah, jetzt ist es hitparade.ch. Ja, yeah, genau. Dort geht es auch recht ab. Aber ist auch schon hitparade.ch? Yeah. Da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Ja. Yeah. Aber das ist natürlich noch ein ganz anderer Groove gesehen. Aber lustig ist ja wahrscheinlich, dass jetzt der Austausch, wie sagen wir dem, Demografie oder einfach so die Leute, die dort jetzt sind. Ich glaube, das sind alles Leute, die so ein Interesse haben an Hitparaden. Also irgendwie beruflich oder Sammler. Oder ich kann mir fast nicht vorstellen, dass einfach so der einfache Musikloser, der einfach etwas lässig findet oder nicht, dort diskutieren. Yeah. Ich denke es auch bei Rezensionen an sich. Also weißt du, Kritiker sind ja auch, haben wir an Wert verloren. Früher hast du noch nicht nur in Musikzeitschriften oder Filmzeitschriften oder was weiß ich, sondern du hast überall hast du immer wieder mal ein paar Spalten gehabt, wo sie irgendwie vier Filme rausgesucht haben, ein paar Alben, irgendwie so, und dann hat es irgendwie 1 bis 5 Sterne gegeben und einen kurzen Beschrieb dazu. Und ich weiß noch, also auch ich und andere Menschen sind dann zu mir gekommen, man hat sich dann schon ein bisschen Meinung aufgrund von dem gebildet, oder? Ja. Man hat irgendjemand gelesen, das und das Album, ja, das ist jetzt gar nicht und lügst. Und danach hast du das selber nie gelost, aber du bist ein bisschen informiert in deinem Kopf und findest, ich habe ja gelesen. Es muss noch gut sein. Ja. Es muss noch gut sein. Oder jetzt machst du es nicht mehr. Nein, es hat ja auch wahnsinnig an Wert verloren, irgendwie, weil eben... Aber jetzt, und wenn neue Filme rauskommen, gehst du nicht schnell auf Cineman schauen. Das Problem ist, ich weiß noch, wie Rotten Tomatoes ja so Rotten Tomatoes, der ultimative Gradmesser gesehen ist. Ja. Alle Menschen, die schon mal einen Film gesehen haben und den Film toll finden, dort eine Bewertung abgegeben haben und dann eben der einzelne Kritiker nicht mehr so wichtig gesehen ist, oder? Ist Rotten Tomato nicht eine Sammlung von Kritiken gewesen? Hat es beides gegeben. Es hat eben oder? Es hat Zuschauervoting gegeben quasi und auch die Kritiken an sich. Also es ist so alles Mögliche. Okay. Und der Metascore ist, glaube ich, sein. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann aber mitgekriegt, dass Rotten Tomatoes von wem? Universal? Oder ist es jemand im Warner? Ja. Irgendeine Filmfirma hat Rotten Tomatoes aufgekauft und dann haben am Anfang die Leute natürlich noch nicht so gewusst. Und dann hast du auf einmal so scheiß Blockbuster, sind top bewertet gesehen. Und andere Scheiße, Filme. Ich habe es noch nicht gecheckt. Ich hoffe immer noch, dass es Rotten Tomatoes gibt. Ich finde aber zum Beispiel IMDb finde ich ein guter Maßstab. Und lustigerweise, aber das muss man eben auch für sich selber herausfinden, wenn ich jetzt den Bock habe, eine Blödelkomödie zu schauen, dann wird auf IMDb das Rating nie über 6 sein von 10. Ja. Aber mir wird das auch nicht stören, weil ich weiss, dass es aufgrund vom Genre... Gibt es keine 10er Blödelkomödie? Nicht was ist, bist du sicher? Ja, Hangover ist wahrscheinlich hoch bewertet. Hangover? Ja. Krass. Aber American Pie.
American Pie, vielleicht. Aber könnte, American, also, ich finde es immer schwierig, wenn dann der Kultfaktor eben anfängt einberechnet werden. Weißt, stimmt, weil, den haben wir aber schon geil gefunden, als er im Kino war. Ja, ich habe großartig gefunden. Ja. Aber vielleicht, eben, das ist auch so ein Generationending. Jede Generation hat so ihre Filme, wo sie können ultra abfeiern können. Jetzt hat mir mein Vater gesagt, genau wegen American Pie. Ja. Hat er gesagt, ja, bei uns ist das Eis am Stiel. Genau, so. Die haben dann einen anderen, oder? Und dann erinnerst du dich an deine Eltern, die dir immer so erzählen, was denn da noch grosse Filme sind. Ja, ja, und du ja. hast nicht mehr das Gefühl, deine Filme von deiner Generation können gar nicht so gross sein, aber dabei sind es eben zum Teil auch einfach so Wellen gewesen. Wo Musik dasselbe? Sind. Ja. Denke ich auch. Natürlich ist gewisse Musik, wo ich toll gefunden habe, ist jetzt nicht bahnbrechend oder maßgebend für die Jahre, die danach gekommen sind. Und wenn ich das meinen Eltern zeige, dann haben die wahrscheinlich gedacht, ja. Was haben wir auch? Irgend so etwas haben wir auch gehabt. Oder? Und dann denkst du aber, ja, es ist eben stellvertretend gesehen für die Zeit. Und genau das Gleiche, wenn dann eben zum Beispiel deine Eltern ihren Sound gezeigt haben, wo sie dann so findest, ja, das gibt mir jetzt gar nichts, oder? Es ist eben manchmal noch fast enttäuschend, dass es dann nicht absolut grandiose gibt. Dass es immer in der Zeit ist. Mhm. Und ja, und vielleicht eben kann auch der Film, den du letzten Freitag geschaut hast, genauso objektiv gesehen genial sein, wie der, den dir dein Vater vorgeschwemmt hat aus den 50er Jahren. Wo aber für dich immer gewirkt hat, wie so ein königliches Meisterwerk, yeah. wo alles, was ich jemals wird, wo jetzt wird rauskommen, wird nie so gut sein. Gibt aber so Filme, weißt du, wo ich wirklich das Gefühl habe, die sind irgendwie zeitlos. Weil, was, sagen wir, mach mal ein Beispiel. Der Clou. Der Clou, ist das The Sting? Richtig. Mit dem Lied, oder? Mit Robert Redford und Paul Newman. Der hat zum Beispiel mal mein Vater gezeigt, eben genauso mit dem Verwegen, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Und irgendwie, der Film könnte heute rauskommen und man könnte sagen, er spielt wird, damals... Ocean's 11 heißt. Ocean's 14. Ja. Ja, und ich weiß nicht, das ist oft eine geile Geschichte. Und er hat, ich weiß nicht, das wüsste ich jetzt, dann müssen wir einen Filmchecker fragen, ob der das Genre von dem eben, ein paar Jungs planen einen Coup. Mhm. Das ist, ob das, das hätte es vielleicht auch schon gegeben, aber das ist so wie das Element ist dort. Ja. Yeah. Das, was in allen Filmen, die wir nachgeschaut haben, ich komme einmal wieder an, das ist quasi der Clou-Ansatz. Ja, und wahrscheinlich hat es schon davor 100 gegeben. Und was ist das Rating von dem? Vom Clou? Ja. Als Test, eigentlich haben wir noch herausfinden, was American Pie Rating ist. American Pie ist 61% rotten und 44% positiv. Also nicht gut. Ja, eben siehst du jetzt, 61% ist okay. Also und ist das IMDb? Heißt, es ist grün oder rot? Rot, 61%. Rot ist gut. Okay. Ja, grün ist schlecht. Okay. Das Lust ist mega ganz komplex. Okay. Und was hat der Clou? Ich gehe jetzt nochmal auf Rotten Tomatoes. Übrigens ist von Warner gekauft worden. Ich war mal bei Fox und nachher zu Warner. Gehört jetzt Warner. Siehst du? Ja, das ist... Und vorher war es unabhängig. Ja. Ja. Und dann haben die gesagt, hey, wir haben jetzt uns so einen Namen gemacht, wenn jetzt Warner weiss nicht, wie viel Geld uns gibt. Fuck it. Ja, krass. Aber eben so, es ist ja sogar bei Apple, bei iTunes Movies. Ja. Ist es, ich glaube, immer noch so. Die sind immer noch drin, die Rotten Tomato. Ja. Und die haben so etwas Absolutes. Schau mal, was haben wir? Da auf dem Tomato-Meter 94% und 95% Audience-Scores. Ah, siehst du, das eine ist eben der quasi die Reviews und das andere ist tatsächlich das Publikum. Okay, jetzt suchen wir noch Back to the Future. Oh. Oh. War das so der Film, wo du sagst, das ist der...
Der war der, wo meine Jugend einfach umkrempelt hat. Nachher, yeah. Nach dem Film bin ich Musiker geworden und Skateboardfahrer. Das ist dann vorher, das war nichts mehr wie zuvor. Und ich habe dann auch später immer wieder gelesen, also, dass auch Drehbuchautoren sich immer wieder auf den Film beziehen und den als perfekt geschriebenes Drehbuch. Schau jetzt das an. Hey, ziemlich. Hey, wir sind. Audience Score, glaube ich, eins weniger. Oh, also, absolut gleich auf. Absolut gleich auf. Ja, das sind die Filme. Ja. Yeah. Ich habe mal gehört oder sogar gelesen im einen Buch, dass sie immer Chinatown, haben sie immer gesagt, sei das perfekte Drehbuch. Ah, das ist auch mit dem Jack Nicholson. Jack Nicholson. Sogar, ja. Yeah. Ah, vielleicht ist aber der Douglas auch Film. Den habe ich nicht gesehen. Ja, da hat irgendwie auch so was, 30 Minuten Aufbau, erster Twist, 60 Minuten Hauptgeschichte, die unfoldet und dann nochmal der Twist. So. Und ich glaube aber eben, immer wenn es dann anfängt mit der Formel perfekt sein, dann wird es langweilig. Dann geht es ja wieder auseinander, ja, oder? Ist heavy, ja. Ja. 99%. 99% im Tomatometer. Also ich bin meine Generation ist aufgewachsen, wo der Drehbuchtrend war, irgendwann gibt es den All-is-Lost-Moment. Mhm. Und den habe ich gehasst. Yeah. Ich bin immer ins Kino und es war alles mega geil angefangen, mega spannend gewesen, sie haben es fast geschafft. Und yeah. Dann kommt der All-is-Lost-Moment, wo alles kurz kaputt geht. Und zwar oft Gefühl, zu viel. Oft sie schaffen viel es kaputt, nicht. Ja. Genau, es geht dann, ist es dann immer über dem und dann kommt die letzte Hoffnung. Und es war so klar gewesen, dass das muss ja kommen. Da, yeah. Das wird da nicht fertig sein. Und es war so enttäuschend gewesen, dass sie trotzdem immer wieder dorthin gehen. Und dann war es natürlich so cool, gewesen, wo dann mal endlich ein Regisseur kam. Und bei mir war das jetzt Pulp Fiction, gewesen, yeah. Quentin Tarantino, der einfach nicht mehr operiert hat, ganz andere Dramaturgie-Kurven gemacht hat. Auch manchmal ein bisschen absurde und too muchig und alles, aber gleich einfach anders. Und es ist so, ich habe das aufgesogen. Yeah. So cool gewesen, wo das gekommen ist, wo wir endlich können der All is Lost Moment begraben. Eben, und ich glaube, der ist auch nach dieser Formel gesehen. Der sollte auch so nach etwa 60 Minuten sollte der gesehen sein. Und dann natürlich die letzten 30 sind dann quasi. So der, yeah. Ich weiß noch mit gerade eben so Tarantino hat das bei uns angefangen. Als ich in einer Videothek geschafft habe, ist der grosse Shit gesehen, dass immer so, die geilen Filme sind immer die gesehen, wo ich sage, da musst du nochmal schauen, weil da läuft rückwärts. Weißt du? Ja. Oder die Szenen sind ineinander rein verwurstelt, dass er mit dem Schluss anfängt, dann den Anfang zeigt und dann die Mittel, weißt du? Ah, so die oder so die. Das ist so 2000er-Zeit. Dort ist das mega trendy gesehen. Und ich nehme an, das so Magnolia und ist so. Ist einer gesehen davon. Ja. Memento. Ja, genau. Mixet all ab. Ja, genau. Und wahrscheinlich ist das es ist ja eh immer alles eine Wiederholung von etwas. Ja. Weil was der Tarantino gemacht hat, ja eigentlich schon eine gesehen ist. Und in dem dann die Menschen sagen, ah, jetzt machen wir das. Und dort denke ich schon, ist es schade, wenn du siehst, wie heutzutage so Perlen man effektiv selber muss suchen, weil was sie da im Kino zeigen, sind einfach die drei Blockbuster vom Jahr. Weil sie wollen, dass du einfach die drei sicher gehst schauen gehst. Die zahlen die anderen Filme. Genau. Du musst sie schauen, du machst ihn. Aber es gibt die anderen nicht mehr so. Du behaltest so. Die anderen gibt es nicht mehr so. Früher, ich habe eine andere Theorie. Ja? Yeah. Ich habe das Gefühl, wir leben einfach in einer Zeit von Überflutung. Es das gibt sehr yeah. viele Filme und es kommen auch alle kommen irgendwie zu dir. Also du kannst sie irgendwie mitbekommen. Ja. Yeah. Und bei mir kommt jetzt noch dazu, dass ich schon so viele Filme gesehen habe, dass ich sehr schnell jetzt langsam und dann schaue ich den Vorfilm und denke, aha, ja, das wird jetzt schnell. Den muss ich jetzt nicht unbedingt schauen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach so viel und jetzt ist man eigentlich wieder da, dass man eben selber wieder muss selektionieren. Ich glaube... Es ist aufgewachsen, sind wir vielleicht immer noch in einer Phase, wo jemand vorselektioniert hat und dann sind etwa die 10 Filme zu uns gekommen. Yeah. Und jetzt ist wieder, da ist alles, okay, man kann die Arbeit selber machen. Yeah. Und jetzt musst du einfach sehr viele Filme schauen, dass dann
einen geilen siehst und realisierst, aber eben, es ist wahrscheinlich früher schon so gewesen. Ja. Aber jetzt muss ich einfach die Arbeit selber machen. Klar, weil früher hast du halt einfach eine gewisse Anzahl Filme gehabt, die sind ins Kino gekommen und fertig. Oder? Ich glaube sogar, die guten heutigen Filme sind sehr oft, nicht ausschließlich, aber sehr oft effektiv Serien. Und auch Miniserien und all das Zeugs. Weil man sich jetzt auf einmal auch noch ein bisschen Zeit lässt. Weil man eben nicht immer das Schema macht mit, wie ist der All is Lost Moment auch nur ein bisschen emotional die mitnehmend, wenn du vor 50 Minuten noch nicht mal die Charaktere kennst. Ja. Hingegen, wenn du wirklich schon mit ihnen die Sachen miterlebt hast und es irgendwie nebenan geht und dann vielleicht mal so ein Moment kommt, dann heisst das nicht, es geht jetzt nur noch 30 Minuten und der Film ist vorbei. Oder? Das stimmt, aber es nervt mich eben auch ein bisschen. Ich habe jetzt auch viele Serien geschaut und es ist tatsächlich so, es sind ja auch viele Regisseure, haben gefunden, das ist mein Medium. Yeah. Eben da kann ich mir Zeit lassen. Und ich habe auch so etwas, sagen wir Breaking Bad, habe ich wahnsinnig grandios gefunden. Aber jetzt, wo so viele Serien da sind, und dann denke ich nur noch, jetzt schon wieder so viel Zeit und ich muss verbröteln, damit ich irgendwann kann finden, ja, das ist noch gut. Mhm. Und dann liebe ich dann, also einerseits sogar wieder die Filme oder sogar die Kurzfilme oder dann eben die dreiminütigen Songs, wo die Kunst ist, im das zusammenbringen und dir nicht zu viel Zeit rauben, aber dich doch so fest reinziehen, dass es bei dir einen Effekt hat, der nachhaltig ist. Yeah. Das finde ich, soll das Ziel sein. Aus dem Kino rauskommt, finde ich, was habe ich erlebt. Und wir haben das auch gehabt bei einer Serie, wo wir immer geschaut haben, die Familie, meine Frau und ich, wir haben immer Parenthood geschaut. Das ist eine Serie über Familie und wie es ganz viele gibt, aber die hat noch etwas gehabt. Und wir haben immer müssen brüllen. Und es war so schön gewesen, eine Serie, wo du einfach jedes Mal nach diesen 45 Minuten hast du so das Durchschnaufen, Tränen wegwischen und irgendwie dein Leben irgendwie mega schätzen und Lust haben, etwas auszuprobieren und super geil. Yeah. Wenn das eine Serie immer schafft, dann bin ich auch voll dabei. Mhm. Aber eben, man muss sich durch so viel Schrott eigentlich durchschauen, in der Hoffnung, dass man das hat. Das regt mich dann eben fast ein bisschen auf. Ja, aber es ist am Schluss wieder das Gleiche, nämlich das effektive Selektionieren, wo man in irgendeiner Art und Weise machen muss. Do it yourself. Genau, mit Hilfe von anderen Leuten oder vielleicht auch einfach so. Oder das regt mich dann eben auf, oder von diesen elenden Netflix-Gesprächen, jedem zu Nacht. Ich finde, das ist langsam geht das für mich in die Abteilung Handy auf dem Tisch. Ja. Yeah. Sollte man auch die Netflix-Serie verbannen vom... Aber ich komme zum Teil nicht ganz draus. Also weißt, früher hat man vielleicht mal eben irgendwie sich austauscht und gesagt, hast du den Film gesehen? Geil, ja oder nein, musst du schauen, macht wirklich Spass. So, und dann hast du oft irgendwie noch eine Geschichte können dazu erzählen. Ich bin dann nämlich mit meiner Freundin schauen und das Kino ist voll gesehen und keine Ahnung was. Der Tanz, da sind wir alle verreckt vor Lachen. Also irgendwie so, oder? Und jetzt, Scheiße, kürzlich habe ich Essen gehabt und da hat mir jemand einfach 10 Minuten lang erzählt, was die Person jetzt gerade auf Netflix schaut. Aber weißt du, nicht in es hat mich umgehauen. Nicht, sondern wirklich oft so, das habe ich angefangen. Stimmt, aber das kenne ich. Und dann bist du wie gesagt, aber was bringt mir das? Aber das gibt es im Moment noch. Also es ist so, und das, ich weiß nicht, wir können noch nicht umgehen mit dem vermeintlich unendlichen Angebot. Ja. Yeah. Wir wissen irgendwie, wir werden nicht alles können sehen und wir wissen auch gar nicht, was ist wirklich super und was und so. Schauen wir einfach und schauen und erzählen dann halt, was wir alles schauen. Genau. Und ein Kollege von mir hat mir sogar seine Liste gezeigt. Und weißt du, was ich so gedacht habe? Okay. Fleissarbeit, fleissiger Burscht. Was bringt mir das? Scheiße. Ja, das habe ich aber noch nicht angefangen, da bin ich noch dran. Weißt du, so, okay. Bei mir ist es eben jetzt, fängst du wieder sich
nur noch, also mein Lieblingsort ist, ich habe so ein Apple TV und ich habe mir mal einen amerikanischen Account können erschnorren. Da hat man so müssen eine Adresse haben und so. Und jetzt einfach dort den englischen Account einloggen und Trailers schauen. Ja. Yeah. Super, super Filmabend. Das ist mein Filmabend. Das ist ja das, was man im Kino immer gehabt hat. Ja. Nach drei Trailers ist man immer ein bisschen enttäuscht, als der Film angefangen hat. Und also, huere viele sind dann huere gut. Mhm. Und von denen schaust du dann vielleicht einen dann wirklich voll. Weil meistens hat es ja einen Film wirklich wollen schauen, hat irgendwie noch mit anderem zu tun. Mit wo bist du gerade, wie fühlst du dich, was ist der Zeitgeist und so. Und dann gibt es manchmal, dass nach dem Trailer der schon vorbei ist. Wo sind wir gelandet? Dass du das einfach schon gekriegt hast. Ich muss schnell aufs Handy schauen. Aber wir sind noch gut dabei. Alles gut. Weil, zum schnell noch die Brücke schlagen, zur Musik zurück, wie hast du das denn als Musikkonsument, dort hat man ja auch logischerweise verschiedene Musik, Stil und Alben und Songs, die man hört, je nachdem, wie es einem gerade geht, was man gerade will. Mhm. Ich merke, ich höre völlig anderes Zeugs, wenn ich Auto fahre, wie wenn ich daheim bin. Ich kann auch bewusst Musik hören, wo ich wirklich die geilen Kopfhörer aufsetze und dann oft finde, jetzt höre ich nur Musik. Und dann gibt es wieder so Begleit. Musik und so weiter und so fort, oder? Und ich weiss noch, früher hat man entweder im Plattenladen hat man reingelost in die Musik, wo du gesagt hast, in meinem Fall sind es meistens CDs schon gesehen, ich komme mit meinen CDs und sage, ich würde gerne die alle reinlosen. Und dann schmeißt dir der Typ eine nach der anderen rein und du hast gelost und hast selber können weitermachen, Songs und so. Und hast du immer überlegt, wo ich mein hart verdiente mit Zeitung vertragen? Ja, genau. Mein Geld. Ist das jetzt das Werk, wo ich die 28.70 Franken, oder je nach Laden, wo du warst, anblättere und nachher heimnehmen? Man hat sich ja oft beschissen. Indem man hat einen Song halt mega geil gefunden, oder? Und dann hörst du das Album und du merkst, aber das ist schon nur der einzige Hit. Dann hast du aber trotzdem dir eingeredet, aber ich würde auch die anderen Songs hören. Obwohl man sich ja oft hat können zugeben. Das ist irgendwie klar. Ich will ja, auch wenn es 100 Franken wird kosten, ich will auf das Lied können hören, so oft wie möglich. Und das kannst du jetzt. Und dann hast du noch die Zwischenphase gehabt, wo du irgendwie Musik schon digital hast können kaufen, mit diesen 30 Sekunden Snippets. Wo ich mir immer vorgestellt habe, als Musiker ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann. Dass du nicht die Wahl hast, welche 30 Welches Sekunden ist, ja, von deinem Song kommen. Das ist wie wenn sie bei mir in einem Bericht einen Joke aus dem ganzen Programm nehmen. Voll, weißt du, was ich so finde? Aber das ist nicht der, wo ich. Das kann man jetzt so nicht stehen lassen. Genau. Das ist nicht stellvertretend. Das hat nicht mit dem zu tun, oder? Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, nur die Bridge hast und dann gerade vor dem Refrain die 30 Sekunden fertig sind. Ja, es ist. Also ich weiß gar nicht so recht, was ich, also einerseits ist die Nostalgie, die bei mir aufkommt. Ich bin mega gerne in Jäcklin gegangen mit den Peak CDs und habe auch so ein bisschen die Neuheiten durchgeguckt. Gewisse Werke hast du eher wegen dem Bild interessant gefunden. Eins hat er dann noch einen Verkäufer gegeben, etwas hat er einen Kollegen erzählt, etwas hast du vielleicht im Rolling Stone gelesen und so. Yeah. Dann hast du so einen Mix gehabt und irgendetwas habe ich dann gekauft und Das ist ganz wichtig für mich und ich habe ganz viel Zeug kennengelernt so und ich weiß nicht wie ich das jetzt heute handhabe. Aber ich schätze es mega, also zum Beispiel jetzt Spotify, dass man eine Diskografie von jemandem anschauen kann und es stehen Jahreszahlen und ich kann wirklich schauen, okay, ja, das ist im 67 rausgekommen. Also ist, wenn so eine Streaming-Plattform gut kuratiert ist, finde ich das eigentlich geil. Was mich nicht so interessiert, sind so die entdecken sie Adrian Stern und nachher kommt so eine automatisiert hergestellte Playlist von bei Apple Music ist das, das Adrian Stern Essentials. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Darum bin ich dann nie ganz zu denen übergewechselt. Dann hat es kein Adrian Stern Deep Cuts oder irgendwie so, weißt du? Immer so, wie tief es geht. Was aber geile Playlists dort sind Einflüsse.
Das finde ich noch cool, weil dann hast du auf einmal wieder so, das kann dann alles Mögliche sein. Das kann irgendein afrikanisches Volkslied wo, sein. Wo der Algorithmus Gefühl hat, was auch immer. Die Musik prägt, ja. Stimmt. Also ich schätze es mittlerweile, zum Beispiel im Autofahren, extrem den New Music Friday. Das ist einfach irgendwas, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und dann seppe ich durch und das eine finde ich faszinierend, wie es produziert ist. Einfach modern gemachte Musik. Anders, bei anderem merke ich, wow, das ist wieder so. Geschichten erzählen ist wieder ein Thema. Und, yeah. Und es gibt mir dann so das Gefühl, okay, das, du darfst es auch noch machen. Und so, das finde ich auch sehr, sehr cool zum Musik entdecken. Und ich, außer dass wir Musiker eben mit der Musik fast kein Geld mehr verdienen, ist es traurig, ein Plattenladen. Ich weiß es nicht so genau, aber ich schätze das eigentlich sehr, das Medium, so wie es jetzt ist. Ich kann sehr, sehr schnell sehr viel entdecken. Und ich weiß nicht, ist es Nostalgie, dass ich auch irgendwie, dass ich es aber auch schade finde, dass es das nicht mehr gibt. Das ist ja auch ein. Vielleicht kann man sagen, der grosse Verlust ist das, die soziale Komponente gewesen, wo man geht in den Laden, dort sind andere Leute, dort ist die Verkäuferin, dort ist vielleicht nur jemand, wo du hoffst zu treffen dort oder so. Und dort ist die Wand, wo man visuell die Musik sieht und etwas läuft, und man hört es oben und es hat so eine Multi-Dings. Plus, es war nach der Schule gewesen, es hat so ganz viel von dem, was es jetzt nicht mehr hat. Und das ist auch beim Musikmachen ein Thema, wo ja auch alle, viele in ihrem Kämmerli Musik machen, weil man kann. Und ich auch. Ich glaube, das ist ein bisschen der Verlust. Ich habe gerade überlegt, so wie du es jetzt beschrieben hast, so ist genau mein Erlebnis gesehen, irgendwie in einen Musikladen zu gehen, oder eben, wenn es dann noch die ganz Grossen gesehen sind, keine Ahnung, City Disc oder was weiß ich, wo eben so fast ein Sensory Overload gehabt hat, mit irgendwie noch DVD, wo da läuft und das. Und lustigerweise tönt das für mich in meinem Kopf futuristischer, als dass jetzt eben Menschen auf der alle im Einzelnen das auf ihrem Ding haben, oder? Ja, es ist eigentlich schneller. Ja. Yeah. Oder, weil wir sind das Handy, die Art von Multitasking, dass man irgendwie schnell da etwas liked und dann in einer anderen App schnell ein Mail löscht und so, das ist irgendwie nicht eine menschennähe Art von Multitasking, aber eben etwas sehen, etwas hören, etwas schmecken, all die Sensoren sind aktiviert und bringen einem hure schnell neu mit hin. Das finde ich cool. Wie ist es denn als Macher? Ich denke mir so, also, weißt du, früher noch, der Klassiker war, es folgt mir jetzt das Booklet, oder, von der CD. Und da habe ich auch als Loser, habe ich das dann gerne angeschaut, weil es wie noch so einen Zusatzfaktor gegeben hat. Und wenn das mit Liebe gemacht worden ist, habe ich das irgendwie mega geschätzt und gefunden, voll geil. Und irgendwie, die Dankesliste geht zwei Seiten lang. Weißt du, so, ja, voll geil. Ja. Und das ist ein mega wichtiges Element gewesen, auch als Musiker, oder? Das Ding ist, wie sieht das denn genau aus? In welcher Reihenfolge sind Songs? Alles ganz wichtig. Genau. Denkt man noch an so Zeugs? Also, weißt du, ich bin irgendwo in dieser ausklingenden eben Dinosaurierabteilung dort und ich glaube einfach ein Musiker von heute. Der zeigt sich eben, das ist ja wie noch, du hast noch eine weitere Ebene von dir präsentieren und die präsentiert jetzt eine Musiker von heute auf Instagram. Yeah. Oder geht in einen Podcast. Yeah. Und genau, und oder macht eigene Vlogs oder so. Und es ist leider wie so vieles von heute eben dann eigentlich auch viel zeitraubender. Ja. Das Booklet ist Teil, du hast die Songs geschrieben, du bist im Studio und nachher bist du noch mit dem Grafiker zusammen und hast das und nachher ist das, hast wieder mal können Luft holen und hast können das rausschicken. Das ist wie bei uns heutzutage noch nicht ganz, wir wissen noch nicht, ob wir das wirklich können handeln können. Yeah. All die Möglichkeiten, alles, was wir eigentlich müssen machen und so. Aber es ist definitiv nicht gestorben. Was ich noch schön finde, ist ein Podcast, der heißt Broken Record.
von Rick Rubin und Malcolm Gladwell. Und der Untertitel von dem Podcast ist Liner Notes for the Digital Age. Mhm. Und die versuchen es wie so eben einem Artist seine das, was er im Booklet geschrieben hat, um das geht es jetzt in dem Podcast. Ja. Das habe ich eine coole Idee gemacht, aber du merkst ja, dass sie auch ein bisschen älter sind, weil ja. Das interessiert mich. Was ich aber noch positiv finde, denke ich immer wieder an, wie eben heutzutage die Musik zirkuliert und funktioniert sozusagen, ist, dass der Live Faktor viel wichtiger geworden ist. Mhm. Weil du musst jetzt effektiv live verheben. Je nachdem. Es gibt ja eben auch die Insta-Stars. Ja, gut, das finde ich faszinierend. Die verheben auf dieser Plattform voll und wo wir wissen Minute. Es nicht. Vielleicht verheben sie es im Leben auch. Yeah, aber ich weiss, was du meinst, und jetzt auf so klassische eben Musik, Bands, Acts. Ich bin halt auch schon ein bisschen älter. Also, weißt, ist es wirklich wahr? Ja, dort, du weißt es, dort musst du jetzt, also du hast vorher schon müssen dort bestehen, aber das, jetzt ist es einfach noch viel klarer, weil dort kannst du auch noch ein Einkommen generieren. Ja. Yeah. Und dort kannst du irgendwie noch etwas generieren. Also das, oder ich glaube, das ist wichtiger geworden. Genau, da habe ich das Gefühl, dass es ein unvergesslicher Anlass wird. Mhm. Ein Erlebnis. Das muss er unterscheiden, vielleicht sogar. Also ich finde es darum positiv, wenn an jedem Abend etwas anders ist. Oder etwas schief läuft oder jemand etwas. Ja. Jemand kann heimgehen und sagen, hey, und dann hat er nur das gemacht, das hat er wahrscheinlich noch nie gemacht. Oder vielleicht stimmt es ja gar nicht. Aber, aber die Komponente, habe ich das Gefühl, ist sehr wichtig geworden. Weil man alles andere so schnell kann abrufen kann, so fixfertig fabriziert ist, dass man dann sagt, aber wenn wir dort hingehen, dann passiert vielleicht etwas, wo man nur dort erlebt. Das schließt aber jetzt den Kreis zu der Erwartungshaltung. Nämlich eben, wenn etwas passiert, wo wirklich nicht vorher gesehen ist, dann hat das auch die Erwartungshaltung enttäuscht. Ja, oder ja. In dem Sinn, ja. Genau, gebrochen. Ich finde immer, enttäuscht tönt so negativ, aber ich meine es gar nicht so, sondern es ist halt einfach nicht ganz der Erwartung entsprechend gesehen. Ja. 85%. Und mit dem hast du eben als Zuschauer das Gefühl, ich muss das irgendwie wieder mal haben. Das habe ich auch gemerkt, als ich wo meine erfolgreichste Platte rauskam, ist Herz, wo Amerika und Nummer 1 drauf sind. Dort bin ich recht ein gehemmter Live-Musiker gewesen. Ich weiss, jetzt kommen da die Leute, die erwarten etwas von mir und so. Und ich hatte dann so das Gefühl, okay, ich muss der sein, der ruhige Geschichten erzählen, die mit so feinen Beats auf dieser Platte. Und ich habe meine ganz andere Seite, dass ich eigentlich mit College Rock und voll reinlangen und mal schreien und auch mal über sich selber lachen und nicht alles ist immer nur die emotional herzorientierte Abteilung. Das habe ich alles weggelassen. Und dann ist einfach, weil ich so das Gefühl habe, ich muss Erwartungen entsprechen. Und zum Glück habe ich es dann irgendwie wie aus dem herausgefunden. Und ab dann, die nächsten Tourneen sind immer gewesen, hey, wir machen das hure Potpourri. Es soll einfach auch mal schauen. Und so ist es einfach auch mal gewesen. Und ich habe einfach, erst heute am Morgen. Und es ist so befreiend. Und gerade im Live ist es dann sogar, hat es so einen richtigen schönen Platz, weil du siehst dann, wie die Leute irgendwie finden, jetzt nehmen wir es mal raus oder so. Yeah. So. Yeah. Und für das ist das Konzert auch geeignet und so. Also bin ich hure froh, dass wir die Kurve noch gekriegt haben. Ja, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dann auch so, wenn du sagst, die grössten Hits, die auf Herz gesehen sind, dass die dann auch eine andere Bedeutung kriegen. Also weißt du, die haben ja dann auch einen anderen Rahmen gekriegt und umgekehrt, oder? Das heisst, die Balance macht sie dann dort auch wieder aus. Macht es auch wieder spannend. Weil wenn du nur das machst, dann ist es also, ja. Ja, dann ist es einfach, dann bist du so smooth. Ja. Dann hast du eben vielleicht auch können auf dem Sofa hängen. Aber am Konzert, das ist auch der Ort, wo es dann eben einmal kann, wow, läuft. Das ist, glaube ich, der Wert oder das Wichtige von dem Konzert von heute. Ja. Yeah. Habe ich das Gefühl.
kann mich da immer irren. Nein, ich glaube eben auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, weil mit dem das gesamte Erlebnis erschaffen wird, sozusagen. Mhm. Oder? Mhm. Und in deinem Fall ist die Tour auf Herbst geschoben. Die ist sogar auf, also wir haben so, ich muss sagen, es gibt jetzt Gigs, man kann schauen, sind vereinzelt, es ist so, man kann nicht sagen, es ist eine Tour, yeah, ein paar so Konzerte sind, ein so. Paar machen wir nur im Duo, zusammen mit dem Jean-Pierre Fondach, das ist, die haben wir auch gesehen, wir singen einen Song, Gitarre spielen, mega geiler Gitarrist, und ein paar mit der Band, yeah. Aber wirklich so, und es kommt auch immer wieder etwas Neues rein, es ist so, oh, wir sind da. Buchen uns. Aber die richtige Tour, wo wir in Clubs reingehen, hätten wir auf den Herbst geschoben, aber dort habe ich schon ein Programm abgemacht zusammen mit Freunden von mir, wo wir Songs von Queen auf Schweizerdeutsch singen. Ja. Freddy heisst denn das. Und so ist meine Tour dann anfangs 22. Alles klar. Es läuft mega viel und aber irgendwie auch nicht. Das ist so genau. So ist glaub, es. Ich glaube, alles so momentan. Sehr gut. Letzte Frage. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Versuchen, Klarheit zu schaffen. Oh, okay. Einfach yeah. Und auch mal dann können realisieren, aha, das ist wegen dem passiert. Mhm. Okay. Dann ist es wie, es gibt ja auch in der Psychologie noch das Framen. Dann hat man es wie so in den Rahmen da jetzt an die Wand gehängt und jetzt ist es da. Und so finde ich, Klarheit zu arbeiten tut mir immer mega gut und es gelingt mir nicht immer. Und ich bin auch froh, wenn Leute bei mir Klarheit schaffen und einfach mal sagen, schau, so ist es. Aber das kannst du das auch bei anderen Leuten? Ihnen helfen, Klarheit zu schaffen. Yeah. Ich versuche es, ja, ich versuche den zu sein. Manchmal bin ich aber auch einfach ein bisschen lazy, eben so ein gemütlicher, wo aber ich weiß, wie gut es mir tut und ich versuche es anderen auch so zu bringen. Das ist schön, aber für das muss man wieder den richtigen Moment haben, wo man das überhaupt machen kann. Oder? Dann muss man sagen, ich sitze jetzt schnell an und überlege mir das. Ja, ja. Und das, aber der gemütlich nimmt sich das eben noch relativ oft. Weißt du, was ich habe? Vielleicht bin ich auch der gemütlich, ich muss auch mal den Test machen. Ich habe so Sachen, die eigentlich mühsam wären, wie, frag mich nicht, Hausarbeit oder ein Salat ist jetzt nicht kochen. Weißt du, Salat ist eigentlich wirklich nur Zeugsrüsten und dann reinschmeißen. Bei diesen Sachen habe ich ultimativ lang. Ich bin extrem langsam in diesen Sachen, weil ich glaube, ich das Gefühl habe, dass dann auch so einordnen und so Sachen passieren. Ja, das kann gut sein. Ja. Das ist ja super, dass du so eine Tätigkeit hast, wo auch der Fokus eben vielleicht vom ganz konzentriert an etwas denken. Vielleicht führt das zu mehr Klarheit. Ja. Durchs Machen macht es so, aber plötzlich ist stimmt, so muss es doch sein. Das habe ich sehr oft. Also nicht immer so muss es doch sein, aber ab und zu das, ja, das habe ich oft. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, bist du da gewesen. Danke dir. Wir müssen irgendwann wieder machen. Ja, weiß gar nicht, wie lange wir es gemacht haben. Wie lange haben wir gemacht? 1,20. Sehr schön. 1,20. Siehst du noch? Sehr schön. Viel Erfolg mit Freddy. Merci. Deine Tour natürlich. Und alles Liebe. Danke dir auch. Danke. Bis.